Ist die AfD ein Fall für die Beobachtung durch den Verfassungsschutz? Ein Papier des Berliner Verfassungsschutzes kommt zu dem Ergebnis, der Landesverband der AfD bietet nicht genügend Anhaltspunkte für eine Beobachtung. Brisant, das Papier wurde durch einen Mitarbeiter des Berliner Verfassungsschutzes in die Hände der AfD gespielt, also geleakt. Innensenator Andreas Geisel hat deshalb den Leiter der Abteilung vom Dienst freigestellt. Die AfD wirft dem Senator nun Einflussnahme auf den Bericht vor und hat einen Antrag auf Missbilligung gegen Geisel gestellt. Die Senatsverwaltung sieht dagegen methodische Fehler in dem Verfassungsschutzpapier. Außerdem will sie die Bewertung der AfD durch das Bundesamt für Verfassungsschutz abwarten, das sich in den kommenden Tagen äußern will. Der Bericht ist zu wohlwollend, blendet vieles aus, meinen einige. Die AfD befürchtet allerdings, Andreas Geisel wolle sie mit einer weiteren Bearbeitung dann unverhältnismäßig behandeln und stellte einen Antrag auf Missbilligung gegen ihn heute. Ganz schön was los also im Abgeordnetenhaus. Agnes Sundermeier hält dort für uns die Stellung. Wie ist es denn nur ausgegangen, das Ganze? Na, erwartungsgemäß wurde der Antrag abgelehnt von der Koalition. Überraschend war, dass die Opposition, also CDU und FDP, sich enthalten haben, weil sie den Senator eben auch in der Pflicht sehen, beim Verfassungsschutz die Vorgänge nun aufzuklären. Die AfD sieht hingegen die Probleme nicht beim Verfassungsschutz, sondern sieht das Problem der politischen Einflussnahme, weil dieser Zwischenbericht, der sie entlastet, eben nochmal überarbeitet werden soll. Und dazu sagt der Vorsitzende der Fraktion der AfD: Die Recherchearbeit einer ganzen Abteilung soll diskreditiert, getilgt und ersetzt werden. Das sind Methoden wie bei der Stasi. Primitiv, brutal, unterwürfig, abstoßend. Klar ist, geht es mit rechten Dingen zu, kommt auch ein zweites Gutachten zum selben Ergebnis wie das erste. Sollte das nicht so sein, kündigen wir heute schon an, die AfD wird konsequent alle rechtsstaatlichen Mittel nutzen und ausschöpfen. Ja, die AfD hat sich in der Debatte, die dann folgte, zum Opfer der politischen Einflussnahme durch den Innensenator gemacht. Andreas Geisel, der Innensenator, ist jetzt bei mir. Schönen guten Abend. Guten Abend, Frau Sundermeier. Haben Sie politischen Einfluss genommen? Nein, selbstverständlich nicht. Das wäre auch nicht klug gewesen, denn es muss ja ein rechtssicherer Bericht gefasst werden. Das wäre es mit politischer Einflussnahme nicht. Der Antrag der AfD diente eigentlich nur ihrer Entlastung. Die Vorwürfe sind falsch. Mhm. Aber es ist trotzdem ein ärgerlicher Vorgang, gar keine Frage, innerhalb des Verfassungsschutzes. Mhm. Nochmal bleiben wir erstmal bei den Vorwürfen. Die stehen ja im Raum, dass dieser Zwischenbericht sozusagen so nicht akzeptiert wird, zurückgezogen wird. Was kreiden Sie dem Bericht genau an? Ich kreide dem Bericht gar nichts an, darf ich auch nicht, darf ja keinen politischen Einfluss nehmen. Es geht darum, Fakten zu sammeln innerhalb des Verfassungsschutzes. Da hat es einen Entwurf für einen Zwischenbericht gegeben. Daran gab es innerhalb des Verfassungsschutzes methodische Kritik, weil nicht alle Fakten berücksichtigt wurden und weil er auch zu früh abgegeben wurde, weil es immer klar war, erst wenn das Bundesamt für Verfassungsschutz seinen Bericht abgibt, der dann auch nochmal Fakten und Beweise enthalten kann, kann es eine endgültige Bewertung in Berlin geben. Und das hat dann offenbar innerhalb des Verfassungsschutzes jemanden so geärgert, dass er Geheimnisverrat begangen hat und diesen Entwurf des Zwischenberichtes durchgestochen hat. Sie sagen, da gab es methodische Probleme. Was meinen Sie genau? Was wurde nicht berücksichtigt möglicherweise? Es sind nur Fakten gewertet worden ab dem Jahr 2020. Alle Ereignisse davor und Meinungsäußerungen davor sind nicht gewertet worden. Die Fakten wurden auch nur gezählt bis November 2020, Anfang Dezember 2020. Alles, was danach lag, nicht mehr. Und auch eine Reihe von Äußerungen, auch Zusammenarbeit beispielsweise mit Corona-Leugnern und Aufrufe zu Gewalttaten, alles, was so möglich wäre, wurde nicht mit einbezogen. Das heißt, es ging nicht darum, eine Meinung aufzuschreiben, sondern neutral Fakten zu sammeln. Das ist offenbar nicht in vollem Umfang erfolgt. Und deshalb sollte es nochmal überarbeitet werden. Aber der Auftrag kam nicht von mir. Ich habe diesen Bericht nicht lesen können. Denn das wäre rechtlich problematisch. Und deswegen ist es eine Falschbehauptung, was die AfD dort tut. Eine Frage aber zum Vertrauensverlust, der jetzt entstanden ist gegenüber dem Verfassungsschutz. Wie wollen Sie diesen massiven Vertrauensverlust denn aufarbeiten? Da wurden ja eben geheim gehaltene Papiere durchgestochen. Ja, das ist ein äußerst ärgerlicher Vorgang. Wir haben natürlich Strafanzeige erstattet und das wirft kein gutes Licht auf den Verfassungsschutz. Reicht das, die Strafanzeige? Welche Konsequenzen werden jetzt folgen? Na, zunächst mal muss man es aufklären, was ist überhaupt passiert. Und dann stellt sich die Frage, ob das auch strukturelle Mängel gibt und wir strukturelle Veränderungen vornehmen müssen. Natürlich, wir wissen das jetzt erst seit einer Woche und ich muss natürlich erstmal Untersuchungsergebnisse abwarten. Vorschnelle Entscheidungen helfen jetzt auch niemandem weiter. Wir wissen auch nicht, was das Motiv war. Es kann politische Gründe gegeben haben für diesen Mitarbeiter des Verfassungsschutzes. Es kann auch verletzte Eitelkeit gewesen sein. Es können auch andere Motive gewesen sein. Wir müssen das jetzt an dieser Stelle aufklären. Aber klar ist, das ist ein schwieriger Vorgang.
Und was mich am meisten ärgert, ist, wir haben ja nach dem NSU-Skandal den Verfassungsschutz neu aufgestellt, personell neu aufgestellt, strukturell neu aufgestellt. Ja, wie kann das da passieren? Ja, auch unter Ihnen. Genau. Wie konnte das passieren? Naja, das ist, wie gesagt, eine schwierige Frage, weil ich im Moment die Motivlage noch nicht kenne. Das ist ein ärgerlicher Vorgang. Und mich ärgert vor allem, dass es wieder ein Licht auf den Verfassungsschutz wirft, auf all die redlichen Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, die zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen, die unsere Demokratie schützen und jetzt wieder unter Generalverdacht geraten. Vielen das Dank, muss Herr Geisel, aufgeklärt werden. Für den Moment, danke gerne. Ihnen. Also Fakt ist, und das Bild bleibt auch hängen, dass noch ganz schön viel aufzuklären ist in dieser Affäre.